Mit diesem neuen Spiel bringt ihr eure Gameboy-Sammlung endlich mal wirklich zum Arbeiten. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr in diesem Test. Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute möchte ich euch ein neues Gameboy-Spiel vorstellen und zwar GB Corp. Entwickelt wurde es von Ludoscience und von Yastuna Games veröffentlicht. Da war ja eine große Kickstarter-Kampagne dahinter, wurde auch relativ schnell gebackt und sollte jetzt auch bald für den normalen Handel dann entsprechend verfügbar sein. Wie immer ist so die allgemeine Verpackungsqualität und so weiter wirklich 1A, da kann man echt nicht meckern. Hier gibt es wirklich richtig, richtig viele Goodies dabei, wie ihr hier natürlich auch eingeblendet sehen könnt. Es gibt natürlich ein Handbuch, es gibt Aufkleber, es gibt ein alternatives Coverbild. Es gibt ja so eine kleine Checkliste, weil ihr habt im Spiel nämlich so einige Achievements und da könnt ihr dann auch hier in der realen Welt euer Haken dahinter machen. Alles sehr, sehr nette Ideen. Das ist alles die Kickstarter-Variante. Was genau in der normalen Variante dabei ist, das müsst ihr euch am besten einmal selber anschauen. Wie immer, wie gesagt, Verpackungsqualität und so weiter kann ich euch nur empfehlen. Aber jetzt kommen wir vielleicht zu der wichtigsten Frage. A, wie spielt sich das Spiel und B, warum ist das jetzt so besonders und wie jetzt Gameboy-Sammlung zum Arbeiten kriegen, aber dazu jetzt sofort mehr. Und zwar, das Spiel ist so ein typisches Idle-Spiel. Ihr kennt sowas wie Cookie-Clicker zum Beispiel und ähnliches. Hier in diesem Spiel habt ihr halt ein großes Raster mit Arbeitsplätzen und ihr könnt hier gegen Geld ja einen bestimmten Gameboy einsetzen, der für euch arbeitet. Hier gibt es wirklich alle so ja, gängigen Gameboys, also Gameboy, Gameboy Pocket, Gameboy Color, Gameboy Advance, sogar auch den entsprechenden Super Gameboy und den Super Gameboy 2. Die könnt ihr hier alle einstellen und dann arbeiten sie für euch. Nach der Zeit generieren so für euch natürlich Geld. Nach einer Zeit geht natürlich die Batterieleistung zu Ende und wenn ihr mit dem Cursor rumfahrt, könnt ihr bei jedem Arbeiter aus drei Optionen auswählen. Entweder natürlich die Batterie aufladen, das kostet ein bisschen Geld, dann die Produktion steigern, also das Level eures Arbeitenden steigern und dadurch natürlich auch den Output zu erhöhen, oder mit der Select-Tester könnt ihr die Leute auch entsprechend feuern und dafür einen neuen einstellen. Denn hier ist nämlich so ein bisschen das Problem, wenn ihr einen neuen für einen freien Platz einstellt, wird das natürlich, je mehr Mitarbeiter ihr habt, immer teurer. Aber ihr könnt euch auch nicht aussuchen, was für ein Mitarbeiter genau das ist. Also zum Beispiel, ihr spielt gerade auf Game Boy Color und stellt euch dann einfach einen Game Boy Classic Arbeiter ein. Das Problem ist allerdings, die sind inaktiv, solange dieses Modul in einem Game Boy Color ist, in diesem Beispiel. Denn das Spiel erkennt, auf was für ein System ihr dieses Spiel spielt. Das könnt ihr natürlich dann ganz einfach lösen, indem ihr dann dieses Modul rausnimmt, in einen Game Boy Classic reintut und schon schlafen natürlich die Game Boy Color Mitarbeiter, aber ihr könnt natürlich dann hier auch den ja, Game Boy Classic Mitarbeitern entsprechend Feuer unter den Hintern machen. Oh, wie oft ich jetzt Game Boy gesagt habe, ganz schlimm. Es klingt sehr kompliziert, aber ist eigentlich sehr einfach. Ihr könnt es natürlich auch hier strategisch so ein bisschen angehen und natürlich alles auf ein System spielen und möglichst irgendwie feuern und hoffen, dass hier alles entsprechend von einem System kommt. Habe ich hier in den eingeblendeten Spielaufnahmen dann entsprechend auch so gemacht, dass ich mich so eher auf den Game Boy Color irgendwie bezogen habe. Aber das ist halt so die Besonderheit, dass es wirklich erkennt, auf was für ein System das ist. Und das ist einfach super. Das habe ich so in dieser Form noch nie gesehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Feature irgendwie erkannt wurde und da drum dann halt so ein, ja, ein bisschen 0815 Spiel irgendwie gestrickt wurde. So ein richtiges Ziel habt ihr nicht. Ihr habt, wie angesprochen, so eine kleine Achievement-Liste, die ihr entsprechend abarbeiten könnt. Also das Spiel an sich, da müsst ihr jetzt nicht so viel Tiefe irgendwie ja, verlangen. Aber wie gesagt, es ist Besonderheit wirklich, dass ihr das wirklich von Gameboy zu Gameboy irgendwie portieren könnt. Mit dem Analog Pocket habt ihr es allerdings so ein bisschen einfacher, weil dadurch, dass das ja Hardware-Emulation ist, erkennt ihr das natürlich auch, wenn ihr den entsprechenden sagt, von wegen hier, das ist jetzt der Gameboy oder das ist der Gameboy Color und so weiter. Also, ich finde das Spiel wirklich sehr interessant, so vom reinen Spielwert, sagen wir mal ehrlich, ist es ein Idle-Game. Manche lieben es, manche mögen es nicht so gerne. Ich finde es okay, aber hier ist es halt wirklich so diese Besonderheit mit der Hardware-Erkennung und deswegen ist dieses Spiel wirklich so ein besonderes Stück, wo ich so ein bisschen mein Herz dran verloren habe. Auch so allgemein Aufmachung
Steuerung des Spiels passt alles. Die Musik ist natürlich eher simpel und so weiter. Aber wenn euch das Spielprinzip mal zusagt, könnt ihr hier definitiv nichts falsch machen. Dann vielen Dank, dass ihr hier reingeschaut habt, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.